Hallo und willkommen zurück zu WAFTS. Wieder natürlich dabei der Markus. So, servus Leute. So, weiter und, geht's. Ja. Die Ernte beginnt. Stimmt, ja, ich muss Frage, noch irgendwo abladen. Ja, ja, fahren wir gemeinsam. Kann ich bitte mithören? Hat der Beifahrer einen anderen? Nein, der hat keinen Beifahrer. Dann mir mal nach, glaube ich. Okay. Halt okay. Einmal so 180. Ja. Pass auf, da liegen aber Ballen, die sind schön. Ich seh sie. Das ist ein bisschen scheiße bei dem Feldweg, der ist da nämlich ziemlich zugewachsen. Ja. Vorsicht, dass du nicht runterfliegst. Ah, Profibauern haben wir. So. Oh, scheiße, liegt im Bruch. Weil das ist ja die Schafzucht hier und ich hätte gerne, wenn das irgendwie möglich ist. Genau. Wenn du da rückwärts reinschiebst. Wenn das Tor offen bleibt? Ja, du, wenn du ranfährst, dann ist sie offen, oder wenn ich daneben stehe. Jetzt ist die Frage, auf was für Seiten rückwärts kannst du es abladen? Reinschieben. Also, na, auf welche Seiten haben. Kannst du es abladen? Ich, warte. Abladeseite wählbar. Links, rechts, hinten, ja. Ja, dann lass mich reinschieben, wenn das du nicht kannst. Können. Ich will nicht den ganzen Partner um ihn reinschieben haben. Ja, ja, er koppelt wieder um. Ja, weil es viel einfacher ist. Ja. Und ich will nicht, verdammter Scheiß, jetzt habe ich da das mit der depperten. Ich muss das umstellen, weil sonst werde ich dämlich. Ich kann die Kamera nämlich jetzt nicht drehen. Oh, ich kann schon drehen. Bleibst du mal daneben stehen. Dass das Tor zumindest offen ist. So, dann schieben wir die Scheiße da hinten rein. Ich weiß gar nicht, wie weit ich muss. Irgendwie komme ich gerade überhaupt nicht zurecht damit. Man merkt's. Der Traktor ist nämlich halt irgendwie komisch für mich jetzt gerade. Ich glaube, wenn du jetzt gerade schiebst, kannst du Abladeseite hinten nehmen, dann könntest du es reinstellen. Was ist, wenn ich. Warte mal, ich muss uns das mal aufmachen kurz. Ableiteseite aktuell nicht gewählt. Das Problem ist jetzt nur gerade, das tät sich. So, wenn ich den jetzt noch weiter nach hinten bringe. Und ein bisschen weg von der Mauer. In die Heuballen, ich sehe das schon. Hä? Geht da lieber weg, weil sonst stehe ich gleich in den Heuballen. Nein, ich tue es rechts hinten in die Ecke. Rechts? Von mir aus gesehen rechts, ja. Okay, es geht sich aus. Ja. Abladeseite, sowas muss ich jetzt machen. Ja, abladen. Abladen Z. Ja, ein paar sind runtergefallen. Ja, aber das ist minimal. Ja. Und irgendeine. Lass den Hänger gleich da stehen. Ach so. Oder am Hof zurück. Ja. Eigentlich. Eigentlich können wir ihn stehen lassen, das stimmt. Ja. So, da können wir die Dinge auch gleich hier reinstellen. Was? Die Presse. Die Wäger. Ja. Ja. Ein Ballen ist nämlich noch drauf gewesen. Gott. Okay. Ein paar sind runtergefallen. Na, ich bin nur angekommen, ganz leicht. Ja, oben, lass ihn. Aber ja, das wird sowieso nicht anders gehen. Ich weiß nicht, tragen wir die fünf Ballen noch her? Ja. Oder pff, lassen wir es her. Ich weiß nicht, wie viel sind, mehr als 3-4 Ballen sind sowieso nicht. Hm. Dass man die oder wir holen es noch schnell mit dem Hänger. Du könntest den Axion der Welt zurückfahren, ich trage schon zurück. Das ja. Sind ja eh nur. Okay. Zwei kann man ja nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, wie das du beim Tragen geht. Weil auf Dedicated Servern ist manchmal das Problem, dass es nicht. Upsasa! dass nicht geht. Weil es asynchron so auf einmal ist. Ja, asynchron ist so, aber. Ja, es leckt bei mir aber auch herum, halt, keine Ahnung. Ups. So. Ich hab da nochmal ein bisschen umgerührt. Ja, du brauchst nur ganz leicht ankommen und da die ja komplett Schicht auf Schicht liegen, die liegen ja wirklich am Millimeter an, bekommst du auf einen an und sie sind komplett auseinander. Jupp. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. So, dann holen wir den nächsten. Warte, ich schupf dann hin, fangst? Nein. Im Traktor. Achso, scheiße. Der ist jetzt los geworden. Ja, super. Den müssen wir triggern. Da muss man so schöne, wie nennt man die, so Heumännchen machen, dass man die Ballen auflegt, dass die wieder trocknen durch die Luft. Mhm. So, jetzt ist die Frage, hat die Tür Kollision?
Ah, Gott sei Dank. Weil wenn die Tür Kollision gehabt hätte, hätte man ein bisschen Probleme gehabt. Weil dann hätte es mir den Ballen aus der Hand gefetzt. Wenn ich in die Nähe gekommen wäre. Halt, du fährst jetzt zurück, oder? Ich stelle in Axion zurück, weil den müssen wir sowieso abstellen jetzt. Ja, genau, wir müssen nachher den Fan kannst nachher auch holen, falls ich noch nicht fertig bin, weil ich habe jetzt noch 2 Ballen zum Holen. Dann sind wir nämlich hier auch fertig. Und wir sind 2700 im Minus, das ist das, was wir Mitternacht, ja. Mitternacht Betriebskosten. Die Betriebskosten haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wir werden jetzt ernten und werden einmal. Im Endeffekt ist vollkommen wurscht, was wir anfangen zu ernten. Wichtig ja, wäre. Vielleicht, dass wir Raps zuerst holen, damit wir den in die Dieselfabrik schütten können. Meinst du, dass er ein bisschen produziert oder was? Ja. Ja, dann weil, kannst gesagt, du eigentlich du gleich einen Drescher nehmen, wenn du drüben bist. Und der Glas steht sonst. Ja, das ist eh klar. Wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen. Ja, wir haben kein Geld eigentlich zum Kaufen. Mhm. Man kann ja schon ins Minus tanken, aber. Mache ich auch ungern. Ja, erstens, weil wir eh schon so weit noch ins Minus gehen, vermutlich. Ja. Und. Jetzt sollten wir auch nachher schauen, dass wir die Saatgutproduktion oben anwerfen. Zumindest ein bisschen. Ja. Mit einer Ladung nachher Weizen. Ja. Und dann würde ich fast die komplette Ansaat, was wir verkaufen, was wir nicht brauchen. Körner mal so ein bisschen bunkern. Raps weiß ich auch nicht. Den ganzen Raps würde ich jetzt nicht drauf geben, halt drauf fahren. Ich würde höchstens eine Ladung oder so irgendwas. Weil alles ist ein bisschen viel. Glaube ich. Weil ich weiß noch, bei der Raps einen, braucht halt man bei für der, was wieder? Was? Raps braucht man für was wieder? Für die Schweine braucht man ein bisschen Raps. Achso, ich dachte für irgendeine Produktion. Und für die, was. Ja, und für die, für den Treibstoff. Treibstoff braucht man Raps? Okay. Ja. Ja, stimmt. War gerade so anders. Wie komme ich da jetzt heim zu? Jetzt bin ich da falsch gleich gefahren, oder kann ich da so auch fahren? Na. Gut, dann drehen wir halt nochmal um. Geht's nochmal zurück. Na halt, wir müssen unbedingt die Treibstoffproduktion oben. Die Saatgutproduktion hätte ich gerne angeworfen. Ja. Düngerproduktion müssen wir sich jetzt nochmal anschauen. Aber ich glaube, die können wir nicht, soweit ich weiß. Da war irgendwas. Was man mit den komischen. Weil wir kriegen ja bei der Treibstoffproduktion ja irgend so ein, keine Ahnung was raus. Wir bekommen Treibstoff und zusätzlich noch so ein Festdingsbums halt, was vom Raps überbleibt sozusagen. Ja. Und ob der nicht sogar Schweinefutter im Endeffekt ist. Wir bekommen Ding raus, oder? Was? Wie heißt's? Melasse Dingsbums. Ja. Nein, nicht Melasse. Gärreste. Gärreste, genau. Aber ich weiß nicht, für was die Gärreste genau gebraucht werden. Gärreste ist normalerweise gleich zu verwenden wie Gülle, oder? Nein, da kommt was Festes auch raus, hätte ich glaubt. Ist ja Hochsilo. Ist ja nicht der Flüssigdings. Ich weiß es nicht ganz genau, das müssen wir sich anschauen. Ja, müssen wir schauen. Aber du willst mit Raps anfangen, oder was? Beziehungsweise bist du schon unterwegs, vermutlich, fast. Nö, ich häng gerade den Drescher. Ah, fuck. Wir wollten die Presse eigentlich dort hinten, oder? Ja, aber wenn nicht, stellt sie halt dorthin. Ja, dann wasche ich hier zuerst und dann bringe ich sie irgendwo bei uns da runter. Wir haben eh einige Hallen am Hof. Gut. Du piepst herum? Ja. Ich hab gerade bescheiden angekoppelt. Aber haben wir nicht sogar da Treibstoff drinnen? Normal nicht. Oder kann man einfach nur so. Weil der kannst hier wahrscheinlich reinfüllen. Ja, aber es muss die Anzeige sein, oder? Wie viel drinnen ist, wenn ich daneben stehe. Oder es ist ein normaler Tankstellenträger, könnte natürlich auch sein. Naja, es kann auch sein, bei irgendeiner Map hat man das, da hat es angezeigt bekommen auf der Zapfsäule selber. So wie richtige Tankstelle oder so ähnlich. Das könnte hier auch sein, weil das sind auch Kommazahlen auf der einen und auf der anderen nicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein bisschen vorspulen oder soll ich ein bisschen andere Tageszeit, weil das 5.30 Uhr ist gut und schön, aber ein bisschen zu 800 von der Lichtverhältnissen, oder? Wie du möchtest.
Da wir mal schauen, wo ist das Rapsfeld ist. Ich glaube unten bei den anderen drei. Ja, nur welches? Also es ist... Neuner ganz unten, das größte. Das größere von denen. Achso, warte mal, du magst jetzt Raps. Das bedeutet... Ja, ist wurscht. Ich war jetzt gerade... Wenn du Weizen gemacht hast, hätte ich ja weiter pressen können. Mhm. Das war jetzt natürlich eh überhaupt nicht klug, weil ich muss sowieso von drüben nach den Anhänger nochmal holen. Halt, wir brauchen ihn ja sowieso im Hof. Ah, okay. Halt, dort unten abstellen bringt nicht wirklich viel. Ganz hinten in der Halle müsste ein Platz noch sein, neben Güllefass, oder? Ein Platz müsste noch frei sein, weil auf der anderen Seite steht Taxi und nichts. Ja, da stelle ich jetzt mal die Presse rein. Ach ja, am 7er Feld steht noch ein Gewicht. Genau, das müssen wir noch entweder zurücksetzen, beziehungsweise. Dein Fendt hat eh keins drauf, wo ist denn das für? Das liegt bei der Tankstelle. Ah, okay. Das weiß ich eh, wo es liegt. Ich werde aber nicht mit dem Fendt kommen, den lasse ich jetzt mal kurz da in der Mitte stehen. Ich werde mal einen von unseren LKWs. Anderen. Ja, ich glaube, ich nehme nur den einen, oder? Den Ziel. Ja, den Ziel-Dingsbums. Der steht oben, glaube ich, in der Uralhalle, normalerweise. Ja. Wir haben es noch so verwirrt alles. Das Schneidwerk muss man aber auch woanders hinstellen. Nachher. Ich hab's jetzt nochmal da hingelegt, weil ich nicht wusste, wo wir es hin tun am besten. Gehört auf jeden Fall in eine Halle. Ja, in Russland ist das egal. Ja, aber das ist ein neues Ding. Ja. Okay. Kann man nicht unter der schon wieder gleich niederwirtschaften? Nein, natürlich können wir das. Wir müssen sicher den Begebenheiten hier anpassen. Aha, ja. Aber ich will effizient arbeiten, nicht russisch. Warum? Warum bist du dann nach Russland hin? Weil ich Geld verdienen will und nicht so wie die am Hunger durchleiden. Ach. Glaubst du, warum sie keine Landwirtschaft haben? Weil keiner damit umgehen kann. Am Landwirtschaft? Ja, aber nicht wirklich wie richtige. Ja, wird halt russisch betrieben. Mhm. Nein! Fuhuhuhuhu. Okay. Gut. Bremsweg wie ein Wahnsinniger. Wie ein russischer LKW. Und das nächste ist Kurvenverhalten. Er ist nicht umgekippt. Ja, wenn du fährst wie ein Gesenkte. Ich beschreibe da gerade die Straße abgesperrt. Das ist der Schneidwerksfang, geht sich nicht aus, oder? Hast du aber bei der Originaldrescher auch nicht? Nein, nicht mehr, das haben sie umgeändert bei dem Original. Ja. Bleib kurz stehen. Ich fahre da jetzt, ist wurscht, ganz kurz. Ich hoffe, da ist hinten eine Anhängerkupplung. Puh. Wenn nicht, machen wir es gleich als nächstes so, dass wir den Schneidwerkswagen immer mit einem Traktor oder was aufs Feld fahren. In Zukunft. Ja. Gesehen? Bitte sehr. So. Warte mal, eine Runde vorgewinde. Ja, ich stelle gleich den Schneidwerkswagen nachher aufs Feld drauf. Zum Ankuppeln nachher. Halt zum draufgeben. Jo. Gut. Gut, was soll ich jetzt dabei als nächstes machen? Was? Ich dachte mir, mit LKWs fährt man nicht aufs Feld. Naja, hinstellen muss ich es irgendwo. Und erst ist dieser Russen mit Doppelachsen. Nein, ich wollte eigentlich nur den Schneidwerkswagen da herstellen. Mhm. Und wenn ich ihn anders hingestellt hätte, dann hätte es über die Straße ankuppeln müssen. Das ist ja nicht so tragisch da jetzt. So, was ist jetzt die nächste Aufgabe eigentlich? Ja, eigentlich gleich wieder. Was? Nachgrubern nicht? Nein, weil es gehört zuerst. Zu warten. Ja. Zumindest. Ich könnte so ein Flüssigdünger in Richtung Getreide rauffahren einmal. Dass wir nachher Saatgutproduktion anwerfen können. Ja. Weil dann verlade ich den einmal. Nur ist es am besten, warte mal, auf deinen zu verladen, oder? Auf dein Auto gleich. Am Ford, ja. Halt. Kann man hinten die Klappe öffnen?
Kannst du öffnen, ja. Okay, gut, weil dann verlade ich schon richtig. Halt nicht, dass ich da so. Boah, Ja, so aber du billig. hast so eine Stange dann hinten drin. Ach, scheiße, da kann ich nicht durch verladen oder was? Ja. Du musst das mit Autoload machen. Ich verlade es trotzdem mit einem Traktor. Ja. Oder ich fahre mit dem Traktor hoch. Die Palette. War auch wurscht. Wie möchte ich denn? Ich brauche noch einen Mod, fällt mir gerade ein. Welches Mod? Den, dass man angezeigt bekommt, in was für ein Grad vorne die Gabel ist. Ja. Fuck, ich hab die Paletten so zum zur Wand hingestellt, dass ich es nicht mehr wegbekomme. Hast du übrigens das Kommentar heute gelesen unter deinem Video? Welchen? Bezüglich der Originalmaschinen. Dass man sie nehmen sollen. Ja, es ist ja. Ich wollte nur dazu sagen, dass es klar ist, dass bei den Originalmaschinen das großteils nicht der Fall ist mit Fehlern etc. Aber Original ist halt etwas langweilig, finde ich. Ja, dann das Problem halt, Originalmaschinen gut und schön. Es kennt sie halt jeder schon. Und, ja. Und das mit den Fehlern hat nicht unbedingt jetzt was mit dem Mods oder sonst was zu tun. Es haben auch Originalmaschinen auf verschiedensten Maps oder sozusagen, wo eine andere Mod dabei ist, automatisch Fehler. Man sieht sie ja alleine beim. Aber nein, das machen wir anders. Wir machen im nächsten Part, reden wir dann kurz über das Thema. Die wir da ein bisschen aufklären, ja. Weil für heute sind wir schon wieder am Ende. Ich hab's gerade gesehen, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weitergeht, bei VR Farmers. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Baba.